Wein gehört für viele von uns einfach zum Lifestyle dazu. Wie viel Arbeit im Wein steckt, bis er hier bei uns im Glas landet, ist den meisten von uns aber wahrscheinlich gar nicht bewusst. Ich bin Christian und bin heute zu Besuch bei Mara Walz in Vaihingen an der Enns. Sie ist Winzerin und war deutsche Weinprinzessin. Als stellvertretende Bundesvorsitzende der Landjugend vertritt sie die Interessen der jungen Winzer. Von ihr erfahren wir heute, warum es um mehr geht als Rot oder Weiß. Mara, wir sind hier im Weinberg, sozusagen die erste Stufe zum Wein. Was waren besondere Herausforderungen in diesem Jahr im Weinberg? Ja, der Jahrgang 2019 war geprägt von Extrem. Wir hatten einerseits sehr viel Hitze. Ich denke, wir erinnern uns alle Ende Juli, die ganz heißen Tage. Da gab es einen Sonnenbrand bei den Trauben. Und dann gab es zum Beispiel im September noch sehr viel Wasser, was dann zwar eigentlich grundsätzlich gut war für den Boden, aber einfach zu viel auf einmal war. Du sagst Sonnenbrand, also Trauben können wie Menschen Sonnenbrand bekommen. Ja, nur dass es bei den Trauben eben dazu führt, dass die Beeren komplett eintrocknen und die Beeren haben wir dann bei der Lese oder schon davor weggeschnitten. Hat sich dann der Sonnenbrand auch auf den Ertrag und die Qualität ausgewirkt in diesem Jahr? Also auf den Ertrag auf jeden Fall, weil die Beeren einfach gefehlt haben. Und bei der Qualität war es so, wenn man die einfach sauber wegselektiert hat bei der Ernte, war es qualitativ keine Einbußen. Aber wir werden die nächsten Jahre es noch beobachten müssen, wie die Stöcke mit der starken Hitze umgehen. Wir sind jetzt im Weinkeller, die zweite Stufe zum Wein. Die Ernte ist vorbei und die Gärung auch. Mara, was machst du gerade im Keller? Genau, so wie du gerade gesagt hast, der ganze Zucker der Weine wurde nun zu Alkohol vergoren. Wir haben uns dann vor einer Woche die Rotweine in die Holzfässer gefüllt. Hier dürfen die Rotweine nun ein Jahr liegen, bis sie dann bereit sind. Und die Weiß- und Roséweine haben wir in den Edelstahltanks. Da kann dann kein Sauerstoff rankommen, die reifen und dann im Frühjahr füllen wir Weiß und Rosé ab, dass sie passend zum Sommer wieder da sind. Okay, und was waren so besondere Herausforderungen, die du dieses Jahr im Keller hattest? Ja, natürlich ist jeder Jahrgang anders, weil die Natur immer was anderes mitbringt. Dieses Jahr war es für uns ganz schön, dass es während der Ernte nicht mehr so warm war. Dann konnten die Weine etwas langsamer werden, sie wurden frischer und fruchtiger. Aber der ganze Regen, der dann gerade im September fiel, hat auch dafür gesorgt, dass die Trauben manchmal etwas faul waren. Und das musste man dann eben versuchen, optimal zu verarbeiten im Keller. Ganz schön viele Stufen bis zum fertigen Wein. Mara, wir sind jetzt in eurer Winothek, wo ihr euren Wein verkauft. Was trinken die Leute aktuell am liebsten? Ja, wir gehen jetzt ja auf die kalte Jahreszeit zu, Richtung Weihnachten und die Adventszeit. Da passen dann natürlich die Rotweine sehr gut. So ein kräftiger, schöner Lemberger aus dem Holz passt dann super zu Weihnachtsbraten. Ja. Oder eben auch ein Rotwein mit ein bisschen Restsüße, der passt dann sehr schön zu so einer Cremesuppe dazu. Oder, es ist ja immer erlaubt, was schmeckt, dann trinken wir einfach Rosé. Ja. Super. Und was macht dir so am meisten Spaß im Kontakt mit euren Kunden? Ja, das Schöne ist einfach aber auch bei der Vermarktung ist die Vielfalt. Einerseits haben wir hier den Verkauf am Ort in der Winothek. Da kommen die Leute einfach abends vorbei, holen ihren Wein für den täglichen Gebrauch. Dann schwätzt man einfach auch so ein bisschen noch privat, was so los ist. Oder eben bei unseren Events. Da sieht man eben, wie es den Leuten Spaß macht, wenn hier Musik ist, wenn es was zum Essen gibt, wenn eine gute Stimmung ist. Wenn die sich dann freuen, dann hat man selber auch Spaß. Super. Dann bedanke ich mich bei dir, Mara, und ich sag mal zum Wohl und wir freuen uns auf den Jahrgang 2019. Zum Wohl! Zum Wohl!